Hallo, herzlich willkommen auf The Sunny Side. Herzlich willkommen auch von mir. Wie wir jetzt hier in dieses Kajak-Outfit gekommen sind, das zeigen wir euch jetzt. Juhu! Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. Und jetzt, ja. Jetzt muss ich nur eben unseren Weg. Okay, da. Immer das gehen soll. Und wir ziehen es jetzt raus. Und jetzt hoffentlich das raus. So, wie Pudding. Perfekt. Perfekt. So. Passt mal auf, jetzt kommt wieder das Größte überhaupt. Jetzt habe ich den gerade hier aus dem Matt gezogen. Das hat ja keine 2 Minuten gedauert. Ach, eine halbe Minute. Und was hat der Typ? Der macht hier Kajaktouren in Punto Arenas. Und die haben uns jetzt für morgen für eine Kajaktour eingeladen. Ja, 9 Uhr. Stunden auf dem Meer. Wie geil ist das denn? Sehr cool. Mega gut. Ja. So, jetzt sind wir hier schon mal in die Kajaks gesetzt worden. Und Swedi, wie gefällt's dir? Gut, ich möchte nur nicht untergehen. Ich muss sagen, es ist eine sportive Woche. Wir waren diese Woche wandern und zwar im El Shelton bei Fitzroy. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir werden heute den Fitzroy-Wanderweg nehmen. Hier das Logo, hier das ist das, was wir uns jetzt angucken gehen. Und das dauert, ich glaube, 12 Stunden hin und zurück, sind 12 Kilometer mit ordentlich Steigung, aber das soll sehr, sehr schön sein. Wir haben jetzt 8 Uhr, haben Maja gerade bei der Hundemutti abgegeben. Hasta luego, Maja. Und wir sind zu viert und werden heute den ganzen Tag wandern. Ich glaube, das wird richtig gut. Und guckt euch mal, wir haben heute bombastisches Wetter. Da sieht man schon die ersten Schneeball. Wir haben 100 Meter geschafft und es ist am Stürmen wie die Sau. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. So, der erste Teil wäre dann geschafft. 3 Kilometer. Ui. Mega gut. Jumping from cliffs so high. Trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I let figure out where the road goes. Also die Passage hier ist jetzt ultra windig, aber wir sind fast oben. Wir haben es geschafft. Lago del Torre, Fitzroy, aber jetzt ist hier natürlich Nebel und es windet. Aber es ist auch hier oben sind auch tausende Leute, 1 Million Leute mindestens.
lost my mind. I will keep on holding my head high. So, wir sind richtig schön hier am Paddeln, haben leider noch nicht viel gesehen, aber auf dem Weg hierhin hatten wir schon Delfine gesehen. Und hier kreucht und fleucht eigentlich so alles rum, was man so im Wasser auch erwartet. Mal hier die ganzen Pflanzen an, die hier im Wasser wachsen. Sehen mega cool aus. So ein richtiger Algenteppich hier. So, die Insel, die man da vorne sieht, das ist Feuerland. Tierra del Fuego. Wir sind hier übrigens in der Straße von Magalan. Und Magalan war ein portugiesischer Segler quasi, der auf einem spanischen Schiff unter der spanischen Krone gesegelt ist und hier Patagonien más o menos entdeckt hat und für den Namen Feuerland verantwortlich ist und auch für Patagonien, weil Patagonien heißt im Endeffekt Land der großen Füße, weil der dachte, hier sieht alles, die Menschen sehen hier so groß aus, hier leben so große Menschen und deswegen Pata, Bigfoot und Gonia ist dann das Land der Bigfoots. So, das Wasser hier ist übrigens eiskalt, also es hat vielleicht so 6 Grad. Wir waren an einer Stelle, wo das Wasser noch kälter war, und zwar bei El Calafate, Kalb der Perito Moreno, in einen See. Hallo, wir sind auf dem Weg zum Moreno Glacier. Das ist einer der größten oder der größte, das größte Eisfeld außerhalb von Antarktis und Arktis. Und der ist sehr aktiv und kalbt, also der wirft kleine Kühe vorne ins Wasser. So soll das hier eigentlich aussehen, so ist die Idee und so sieht's aus. So, aber da ist der Gletscher. Hallo, wer bist du? Das ist ein ordentlicher Vogel. Hi. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we crash. Das sind 70 Meter. Ist das krass? Das sind 70 Meter Eis, diese Wand. Alter! So, wir sind zurück im Auto. Es ist so ein Scheißwetter heute. Wir haben im Moment so Pech. Entweder Scheißwetter, wenn wir uns was angucken, oder geiles Wetter, wenn wir Fahrtag haben. Macht keinen Sinn. Irgendwie müssen wir mal einen neuen Rhythmus finden, oder? Ja. So, sagt sie. Aber beeindruckend, diese Gletscher. Also das ist riesengroß. Es wirkt, glaube ich... Moment, blinkt irgendwie, schau mal. Also es ist riesengroß, dieser Gletscher. Und das ist noch ein Gletscher, der nicht schrumpft. Der wird immer mehr vom Pazifik gespeist und wächst und kalbt und macht und tut. Beeindruckend. Und wie diese fetten Brocken. Also ihr könnt, das ist ein Geräusch. Das ist einfach da tonnenweise knallt da das Eis runter. Ist Wahnsinn. Das stimmt. Schon abgefahren. So, und jetzt fahren wir wieder zurück nach El Calafate. Und hoffen, dass da besseres Wetter ist. Und hoffen, dass da besseres Wetter ist. Und wir haben Maria natürlich wieder hier reingeschmuggelt. Die darf eigentlich hier gar nicht sein, aber wir lassen die dann im Auto. Ja, die wollen nicht einmal Pipi machen. Nee. So, nach dem Gletscher sind wir jetzt hier an so einem See gelandet, wo wir heute Nacht schlafen. Hier stehen ganz viele Vans und so. Und ich versuche mal gerade wieder mit Christoph die Angel hier ins Wasser zu halten. Allerdings habe ich meine Angel so lange nicht mehr benutzt, dass die komplett eingerostet ist und sich noch nicht mal dieses Ding hier mehr dreht, so eine Scheiße. Jetzt muss ich erstmal Angel reparieren, bevor ich überhaupt irgendwas angeln kann. Aber ein schöner See. Und wir stehen auf der windstillen Seite, von daher ist es hier ganz erträglich.
Okay, mein Angelvergnügen ist schon beendet. Meine Spule ist einfach im Arsch. Ich muss mir mal eine neue Spule kaufen. Jetzt angeln wir mit einer Angel. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja eine Forelle. Aber wir haben auch kein leckeres Würmchen. Wir haben nur einen Blinker. Nix gefangen. Aber Caro hat zum Glück gekocht. One Pot. So wie früher. Als wir in Kanada waren, das war immer so super kalt, da waren wir super oft drin und haben einfach nur einen Film geguckt und einen One-Pot gemacht. Das haben wir schon 100 Jahre nicht mehr gemacht, glaube ich. Ich glaube, wir haben auch schon ein Jahr nicht mehr drinnen gekocht, weil es einfach nie so... Also es wäre jetzt temperaturmäßig auch okay, aber der Wind, da kriegst du nichts gar. Ja. Also deswegen heute hier... Kürbis-Eintopf. Und da ist auch dieser einfache Stove mit diesen einfachen Gaskartuschen hier, ist perfekt. Den kriegst du hier in Argentinien, Chile, überall. Das stimmt. Das Gute hier in Patagonien ist auch, es ist super trocken. Also hier hast du keine Probleme mit Kondens oder mit irgendwelchen nassen Fenstern, so wie in manchen Teilen, zum Beispiel Kalifornien. Aber das ist halt einfach die Region hier, die das super trocken macht. Und jetzt ziehe ich mir mal aus. Guten Morgen. Wir machen mal einen Produkttest. Wir haben diese Dinger hier zugeschickt bekommen. Wir kriegen da kein Geld für. Wir testen einfach mal, ob das was kann. Das sind Go Find Me Real-Time GPS Tracker without Cell Service. Und wir hatten bis jetzt irgendwie noch nie Grund dafür, die zu benutzen, weil man kann wohl mit den Teilen über eine App wie WhatsApp im Endeffekt kommunizieren und in Verbindung bleiben. Und wir sind hier in El Calafate und fahren jetzt runter nach Ushuaia in Argentinien, Patagonien. Und hier ist der Empfang nur so inselmäßig. Also Städte haben Empfang, aber auf der ganzen Ruta 40 hast du eigentlich keinen Empfang. Und da wir jetzt gerade hier zu zweit quasi unterwegs sind, zu zwei Autos, zu viert, testen wir mal die Dinger. Jeder kriegt so ein Teil. Hier drin sind solche... Hier ist so ein Teil, da ist ein SOS-Knopf drauf, hier kann man das irgendwo dran machen, ein An- und Aus-Knopf. Schalten das mal ein. Das sind Melli und Chris, die haben einen Dodge, das ist ein alter Feuerwehrwagen aus der Schweiz, von der MOVAG. Und jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert mit unserem Communication Go Find Me Stick. So, hier ist die App. Wir haben das alles schon mal verbunden. Man schaltet es nur ein und dann pairt sich das direkt. Und hier bin ich. Hier sieht man Phil und Christoph. Und jetzt sehen wir uns hier. Und jetzt kann man sich hier schon noch gegenseitig Nachrichten schicken. Beziehungsweise auch seinen Location und so. Da klickt man einfach nur drauf. Das funktioniert jetzt hier gerade schon mal ganz gut. Jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert, wenn wir unterwegs sind. Jetzt Realtime sehe ich, wo das andere Auto hinfährt. Ich glaube, es aktualisiert sich alle 10 Sekunden. Sieht man schon, die anderen beiden sind schon so ein Stück weggefahren. Mega interessant, oder? Jetzt haben wir hier schon die erste Nachricht gerade bekommen. Back on the road. Und die haben geschrieben, wir fahren noch zum Supermarkt. Und jetzt können wir noch mal auf die Karte gucken. Komme ich jetzt hier raus, fertig. Guck, wir stehen hier. Aber das funktioniert ja schon ziemlich geil, ne? Okay, Go Find Me Fazit. Also, an sich funktioniert es. Sogar eigentlich ganz gut. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen irritiert, ist diese 5 Meilen. Und wir hatten jetzt auch das Gefühl, es waren eher weniger als 5 Meilen, vielleicht so 3-4 Kilometer. Und dann reißt die Verbindung ab und dann ist es halt nutzlos. Dann sieht man nicht mehr, wo der andere ist. Also das Teil ist quasi nichts anderes als ein GPS-Teil, auf das du zugreifen kannst und dann von den Leuten, die so ein Teil haben, den Standort sehen kannst. Im Endeffekt ist das wie eine Live Share Position bei WhatsApp ohne Internetempfang oder beziehungsweise ohne Cell Service. Du kannst auch Voice-Nachrichten verschicken, aber nur vorgefertigte, die dann von so einer Automatenstimme vorgelesen werden. Voice-Nachrichten verschicken und dann gibt es hier nur so vorgefertigte Dinger und die kannst du dann verschicken. Kannst du hier SOS teilen.
Das OS-Nachricht wird gesendet. Bitte beruhigen. Genau, so wird dann das... Batterie schwach, bitte aufladen. Wenn du in Kolonne fährst oder Offroaden und relativ dicht zusammen bist, dann funktioniert das ganz gut. Mich nervt ein bisschen dieses Getippe. So einfache Voice-Nachrichten mit Siri, das wäre ganz cool, wenn das funktionieren würde, ohne dass man das bedient. Dass das eher so wie so ein Walkie-Talkie ist und man direkt hört, was reinkommt. Batterie schwach, bitte aufladen. Ja, und vielleicht noch eine andere Stimme. Dann könnte das... Die Idee finde ich nicht schlecht. Es ist nur noch... wirklich irgendwie nicht ausgereift. So, wir sind wieder zurück und es ist ja doch schon ganz schön windig hier in Pragu. Genau. Und eigentlich haben wir, ich habe nämlich gerade mal nachgefragt, weil ich das wissen wollte, ob es immer nur entweder regnet und windstill ist oder die Sonne scheint, aber dann richtig doll windet. Und nein, es gibt wohl Tage... Es gibt alles zusammen. Wo es nur die Sonne scheint und nicht windet. Aber da waren wir noch nicht. Sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten. Zurück im Auto. Was hier total krass ist in Punto Arena, hier liegen ultra viele Schiffe, Schiffwracks vor der Küste. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down. So, Freunde, ist sonst noch was passiert? Ich weiß es gerade nicht. Tipp der Woche, heute wieder von der Tankstelle. Passt auf mit eurem Diesel-Nafta-Gasoil-Aufklebern auf dem Defender, weil hier in Argentinien zum Beispiel ist Nafta Benzin. Nafta ist Benzin und Diesel ist Diesel. Also Vorsicht mit den Aufklebern. Wir haben jetzt hier schönes Cerveza aus Chile. Oh, wir sind so durch. Der ist so anstrengend gewesen heute mit dem Paddel. Ja, und den ganzen Tag arbeiten. Ja, und das Wetter. Aber wir haben gerade keinen Wind. Leute, es ist kein Wind. Es ist phänomenal. Ja, und damit 14 Grad und kein Wind. Würde ich sagen, der Weg lohnt sich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nächste Woche. Und haut auf den Like-Button, haut auf den Abonnieren-Button. Und hört beim Podcast rein, da gibt es noch viel mehr Geschichten rund um hier. Genau. Also, bis nächste Woche. Tschüss.